Hallihallo, Leute. Ja, willkommen zurück zu einer weiteren Reaktion. Heute geht's weiter mit dem lieben Rezo. Ach, Rezo. Ah, Ceo. Ist ein Buchstabe anders. Ich habe es schon wieder getan. Ich bin gespannt, was er getan hat. Legen wir los. Der ganzen Montana Black belästigt Frauenthematik. Boah, voilà, da oben ist eine Sohn. Alter, was ist mit Ceo? Was ist mit Ceo passiert? Ceo ist erwachsen. Ceo hat Bart. Alter, Zio hat denselben Bart wie ich so ein bisschen. Das ist voll ungewohnt, Zio mit Bart zu sehen. What? Alter, ein bisschen Privatsphäre, wenn ich bitten darf. Was geht ab, Elite? Zeus hier. Ja, ich heiße euch wieder herzlich willkommen zur weiteren Folge von Talk in Comments. Ein neues Video, ich bin so... Hä, hey, ist verwirrt. Hat Zio im letzten Video auch schon einen Bart gehabt? Nee, oder? Der Kessler ist gewachsen. Wie schnell wächst Zeus Bart? Das muss ich nachgucken. Hier ist kein Bart. Hey, what the F? Innerhalb von wie vielen Tagen? In wenigen Tagen schon so ein Bart? What? Gut, er hat mich gleich Port produziert. Kann auch sein, ne? Jetzt aber schon gesehen gerade. Hey, yo, Leute. Nein, das auch nicht. Mann, wo ist Theo schon wieder? Hier. Gut. Aufgeregt. Oh, doch, was ist das hier in meiner Fresse? Habe ich etwa einen Bart? Ja, tatsächlich ist im Sohn. Bevor jetzt ein paar Leute fragen, der ist wirklich echt, weil manche dachten schon, ich habe ihn irgendwie aufgeklebt oder so. Wegen dem Spielfilm musste ich mir einen Bart stehen lassen, weil die Hauptperson ist ja 5 Tage lang auf dem Stuhl gefesselt und wird dabei jetzt nicht unbedingt rasiert oder so. Und irgendwie habe ich die Hand noch nicht wegrasiert, deswegen würde ich sagen, wird es wieder Zeit für eine kleine Abstimmung. Ah ja, stimmt, die Abstimmung gibt es ja gar nicht. Ja, das sieht voll so aus, wie jetzt hätte er es wirklich aufgeklebt, ne? Ungewohnt. Mehr auf YouTube, also würde ich sagen, mach mal es einfach in den Kommentaren. Schreib jetzt einfach, lass dran in die Kommentare, wenn du der Meinung bist, der Bart soll dranbleiben. Und mach weg, wenn du sagst, nein, der Bart muss unbedingt weg. Im nächsten Video filtern wir einfach die Kommentare und schauen dann, was sich öfter gewünscht wurde. Weil ganz ehrlich, Leute, mir persönlich ist es total egal. Also, mir ist es scheißegal. Ja. Das weiß ich, dir ist alles scheißegal. Die sind auch die Leute immer scheißegal gewesen. So, jetzt legen wir mal los. Ihr habt mir sau viele Fragen auf Twitter gestellt. Also würde ich sagen, beantworte ich diese mal. Wir legen los. Oh, ist ein bisschen laut, ne? Ich mach's ein bisschen leiser, sorry, Leute. Ich habe es vorhin bei Weiler ein bisschen lauter gemacht, weil er so leise war. Na, wie war der Geburtstagsstream? Boah, Alter, der war wirklich super geil. Mittlerweile gebe ich mir bei den Streams auch deutlich mehr Mühe als früher, sage ich jetzt mal. Also ich bastel immer so kleine Einspieler und das zum Beispiel war das Intro vom Geburtstagsstream. An dem Tag trank Ceo. Ja, habe ich früher auch gemacht, sowas Aufwendiges, aber ja... Habe ich ihn doch wieder sein gelassen, weil, weiß nicht, ich finde es ein bisschen zu krass. Aber gut, für so spezielle Streams kann man es auch mal machen, ja. Sein erstes Bier. Aber auch sowas einfach wieder super geil, mit euch in meinen 30. Geburtstag reinzufeiern. Ich meine natürlich Greg. Den 18. Geburtstag. Da ist fragt sich ein oder andere jetzt auch so, Alter, warum feierst du eigentlich online und nicht irgendwie mit deinen Freunden oder so, aber... Ja, keine Freunde. Ich habe keine Freunde, nee? Okay. Löst Schock. Du endlich deine Wettschulden ein? Oh, scheiße, verdammt. Leute, ihr kennt hoffentlich Dr. Hübi. Mit diesem Mal habe ich letztens im Stream eine kleine Wette am Laufen gehabt und ja, die habe ich astrein verloren. Und eben der Wetteinsatz ist, dass ich diese Szene hier nochmal nachstellen muss. Also bin ich jetzt wirklich nach 5 Jahren zu einem und demselben Mülleimer gefahren, also wirklich genau der gleiche ist das, und habe die Szene nachgespielt. Mit Bart? So ein geiler Mülleimer! Alter, ich will das wirklich nie wieder machen müssen. Der Film, stell dir vor, mit 60 oder so, wie sag ich schon wieder, Ceo nochmal, ey, das wär's. Ja, ich kam im Gegensatz zum Schiff ganz gut in Amerika an. Okay, ihr habt es so gewollt. Ab jetzt setzt sich jeder, der einen dummen Witz macht, auf den dummen Witzestuhl im Keller. Und zwar auf Lebenszeit. Dann müsstest du dich ja auch draufsetzen. Alter, halt die Klappe. Kannst du mal einen Flugzeugträger mit bloßen Händen zerreißen und dann zu King Kong werden? Ah, verpiss euch! Lost me! Haut's ab! Oh, nice, da unten ist ja die weiße Frau. Oi, oi. Oh, ey. Ich dreh hier bald durch, Digga. Alter, was war das für ein Einspieler? Ist es etwa wieder Zeit für die Insta-Time? Oh ja, besser ist es. Insta-Time! So, ich hau jetzt auf Instagram in einer Story eine kleine Frage raus und später im Video schauen wir dann, was da für Antworten zurückkommen. Hey Leute, was geht ab? Ceos hier. Willkommen zu Instagram-Time. Mal reinschreiben in die Kommentare jetzt. Was muss ich unbedingt mal auf YouTube machen? Einfach mal reinschreiben, würde mich sehr interessieren. Dann würde ich sagen, sieht man sich schon heute und dann bis dann. Ciao, juhu! Wow, das war ja saugut. Wie weit bist du mit dem Film? Ja, das ist echt eine gute Frage. Viele dachten ja bei diesem Instagram-Bild, dass der Film komplett abgedreht sei. Allerdings zählt das nur für die Szenen, die im Keller spielen. Der restliche Film muss noch gedreht werden. Also haben wir ungefähr die Hälfte geschafft, würde ich sagen. Also müssen wir als nächstes alle an... Also die Hälfte vom Film im Keller. Nice.
spart Kosten fürs Set, ne? Anderen Szenen abdrehen und ich hoffe, das schaffen wir dann so dieses Jahr noch, wenn eher sogar Januar, Februar, März irgendwie. Die Premiere des Films kommt also so ungefähr im Herbst 2021, würde ich sagen. Das können wir uns dann auch im Kino zusammen angucken. Problem ist bloß, bis dahin muss halt Corona vorbei sein, dass das auch legal ist. Aber der Film kommt natürlich auch ganz normal hier auf dem Kanal hochgeladen. Kann man sich einfach angucken, kostenlos. Bist du eine Banane? Und wegen solchen Fragen ist das Format so mega durchgeknallt. Alter, verpiss dich doch. Würdest du gerne ein Video zusammen mit Ehrenpflaume machen? Ui, ich weiß gar nicht, ob das wirklich interessant wäre. Nee, heute machen wir nichts anderes mehr. Nee. Warum liebt sie mich nicht? Naja, vermutlich bist du einfach zu hässlich. Nee, die Liebe ist so unfair verteilt wie der Regen. Manche haben halt eben zu viel davon, andere zu wenig. Wie geht's im Haus voran? Ja, das Projekt Küche ist mittlerweile abgeschlossen. Ich muss sagen, ich bin super, super zufrieden, wie die aussieht. Ich muss mit diesen Monte-Sounds echt aufhören, Alter. Als nächstes bringe ich das Wohn- und Esszimmer auf Vordermann, aber ich würde sagen, erstmal ist wieder ordentlich sparen angesagt, weil mein Konto sieht überhaupt nicht mehr gut aus. Ich hoffe, das Finanzamt lässt sich ein bisschen Zeit mit der nächsten Rechnung. Oh, stimmt, da kam ja was, hat Theo ja gepostet und vor allem kam dann eine Rechnung. Also der Kamm ist gekommen, oder was? Hahaha, Schreibfehler. Aber am selben Tag kam noch eine Rechnung, er hat erzählt, wo er irgendwie, wie viel, 10.000 oder 40.000 Euro Grunderwerbssteuer zahlen muss, weil er sich das Haus gekauft hat, diese Wohnung, und da muss er auch Grunderwerbssteuer zahlen. Ich glaube, da musste er das. Ich glaube, das war's, ja. Mann, das kann doch nicht sein! 14.000, ja. Was ist denn mit der saftigen Insta-Time? Oh, stimmt. Ich wusste immer mit 4 und 10.000, ich war nah dran. Die lösen jetzt auf. Insta-Time! So, die Frage war ja, was muss ich unbedingt mal auf YouTube machen? Wir schauen gleich mal rein, was auf Antworten kommen. J1893 schreibt ASMR, das kannst du vollkommen vergessen. Danis schreibt einen. Hab ich auch schon mal gemacht. Ein Bombenprank zusammen mit Unge. Ohne Scheiß, ich glaube, man könnte sogar wirklich geil parodieren sogar. Also, nee, Simon, soll man nicht machen. Wenn du Bock hast, ich komme nach Madeira, machen zusammen einen Bombenprank. Nein, mach das nicht, auch nicht parodieren. Nicht wieder hochholen, das Thema. Lustig, in gut. Nee, lustig. Nee, Joshua nee, Funk schreibt, nee, eine Raid Shadow Legends Werbung machen. Ohne Scheiß, ich wurde schon wieder angefragt von denen, aber ich kann das nicht nochmal machen. Das wäre jetzt echt zu krass. Und Ecto Wolle schreibt, kuschelige Katzenvideos fehlen noch. Tatsächlich haben wir sogar wirklich. Ey, mal ehrlich, ich verstehe nicht, warum alle das. Ich muss jetzt nicht unbedingt fette krass verteidigen, aber ich verstehe nicht, warum das alles so gehatet wird. Also, ich weiß, dass die viel Werbung machen und so und viel Geld ausgeben dafür, aber generell ist es so eine App wie jede andere auch. So lol. Aber ja. Ich vor uns bald Katzen zu holen. Irgendwie so. November, Dezember, also vielleicht kommt es sogar bald. Ein Dankeschön geht hier mal wieder raus an alle Kanalmitglieder. Gerade in der letzten Woche hatte ich ja nicht so viel Zeit, so große, aufwendige Videos zu produzieren. Da war es schon schön, dass ihr den Kanal am Leben hält. Echt ohne Scheiß, mega Danke an der Stelle. Und wie ja, nochmal mega Dankeschön an alle, die Mega-Mitglieder sind und alle auch Patreons. Ich habe ja sogar noch Patreons, 3 Stück. Krass, Dankeschön. Und natürlich auch Mitglieder habe ich auch einige, viele. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Und Kuss geht raus. Immer geht ein ganz großes Dankeschön raus an Cookie Island, Sörflauschig, Fabian, Andreas und Jona für eine unglaublich krasse Unterstützung auf Patreon. Ist wirklich der Wahnsinn. Falls wir uns mal in München treffen oder so, dann gebe ich euch ein Eis aus, ohne Scheiß. Es war mir wie immer eine Ehre, für euch ein Video gebastelt zu haben. Passt auf euch auf, bleibt gesund und vergesst niemals, in Norwegen wird jeder Kuh per Gesetz garantiert, eine Matratze für die Nachtruhe zu haben. Alter, wie geil. Okay. Euer Theo. Okidoki. Alles klar. Ja, nice. Nice Video auf jeden Fall. Sehr, sehr cool. Und ja, ich bin gespannt auf den Film, wirklich. Ich bin wirklich gespannt, wie das wird. Und ja, gucken wir uns das schon mal an, denke ich mal, den Film. Können wir uns schon mal angucken. Hochladen werde ich es nicht, aber ja, wenn es da ist. Sehen wir uns an. Aber bis dahin ist ja eh Corona vorbei. Dann machen wir Party und wie auch immer, wenn wir nicht alle bis dahin schon dran gestorben sind. Ja, das war's wieder. Tschüss. Toll.